Man hat ja eine Freude, wenn man zum Beispiel so einen Oldtimer kauft im schlechten Zustand. Man lebt ja das 2-3 Jahre mit dem Auto. Man besorgt Tachonadel, man will die Originalschilder drin haben, ich will die Originalventilkappen haben. Bis das Auto fertig ist und dann fahre ich eine Runde, dann ist für mich die Sache auch erledigt. Dann will ich ein neues Auto zum Basteln, wo ich mich damit beschäftigen kann. Reinsitzen fahren kann nicht, aber bis es dort ist, das ist gut. Da schaust du ja weltweit, suchst du auf den Schrottplätzen die Teile. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und wie jeden Donnerstag, auch in außergewöhnlichen Zeiten, in denen sich von heute auf morgen alles ändern kann, bleibe ich zuverlässig an eurer Seite und um es nochmal zu betonen, das sogar täglich auf Instagram, Facebook und YouTube. Vielleicht schaut ihr da mal vorbei. Mein Name ist übrigens Carsten Arndt und heute lasse ich die Fanherzen der richtig dicken Motoren höher schlagen. Nein, heute reden wir mal nicht über abgasoptimierte 2 Liter Vierzylindermotoren. Okay, das machen wir sonst auch nicht, aber heute reden wir mal erst recht über 8-Zylinder Big Blocks und Co., wo noch aus dem Vollen geschöpft wird. Mein Gast heute ist die Anlaufstelle für US-Car-Fans in Deutschland und weit über die Grenzen hinaus. Und dass er ein besonderes Gespür fürs Auto hat, das wissen die Fans seiner Sendung Boss of Big Blocks längst. Und bei mir erzählt er, wie alles losgegangen ist. Hier ist für euch Karl Geiger. Also, Herr Geiger, so. Jetzt sitzen wir inmitten vor diesen unglaublichen Autos und ich bin ganz verliebt in diesen Hellcat mit 818 PS. Jawohl. Aber ich fürchte, auf der Rennstrecke sind die Corvette besser. Vom Gewicht her auf jeden Fall, ja. Schon. Man muss immer sehen, die Corvette ist halt auch der Supersportwagen unter den ganzen US-Fahrzeugen. Haben Sie es? Gibt es nicht viele andere. Haben Sie die C8 schon gesehen eigentlich? Ich habe es schon gesehen, aber auch noch von Weitem. Aber meine erste ist schon produziert. Okay, krass. Also wahrscheinlich schon verkauft, oder? Ich gebe die nicht her. Die erste ist unsere. Und wie viel Leistung quetschen Sie dann daraus? Wir werden an der gar nicht so viel machen, weil es kommt ja kurz danach, also in einem Jahr die Z06. Die hat dann einen ganz anderen Motor drin, voraussichtlich 5,4 Liter. Motor, neue moderne Sauger und der hat dann 600 PS, da brauchst du an dem Motor nicht mehr viel rummachen. Vielleicht ein bisschen Software, Luftfilter, aber mehr machen wir definitiv nicht. Okay. Jetzt geht es leider um die alte Zeit. Ja. Wie ging das los bei Ihnen eigentlich? Also ich habe daheim schon immer in der Garage rumgebastelt. Ich war schon immer ein Autofreak. Mein Vater hat mir, glaube ich, schon, wie alt war ich da, 13, schon das erste Auto geschenkt. Mit 14 habe ich das nächste gekriegt. Das war halt immer so Käfer, dann ein Kadett, ein Rallye-Kadett mit Doppelvergaser. Dann ein alter Mercedes Flossendiesel und so ist das halt immer weitergegangen. Also ich war schon immer ein Auto nach. Ich habe dann auch Automechaniker bei Mercedes gelernt. Und immer auch selber geschraubt an den Autos noch? Immer geschraubt. Immer getuned? Ja, ja. Also ja. Bei Mercedes war es natürlich eine ganz normale Lehre. Mhm. Da hat es aber auch so einen Werkstattmeister gegeben, der hat immer seine Fiat so umgebaut und man hat natürlich geschaut, damals habe ich schon vom 512er BBI Ferrari vom König das Poster schon über dem Bett hängen gehabt. Also die Umbauten, das hat mich natürlich immer fasziniert. Mein Mercedes war auch damals, wo ich den Führerschein gemacht habe, schon tiefer gelegt. Ich habe damals die Felgen abgesägt, habe einen Ring reingeschweißt, habe schon aus einer Standardfelge, so 15 Zoll, habe ich schon eine richtig breite Felge gemacht mit breiter Reife drauf und halt. Der Mercedes war schon komplett umgebaut. Also ich habe schon immer einen Fimmel gehabt für das. Losgang ist dann, ich bin nach München und dann habe ich in der Buttermecherstraße damals die erste Werkstatt gemietet. Das war Fabrikhalle. Im Glockenbachviertel, oder? Ja, Buttermecherstraße. Genau. Buttermecherstraße, ja. Da wo die Bäckerei Richard ist, glaube ich, jetzt drin. Da hat Bastian Schweinsteiger um die Ecke gewohnt. Ja. Ich hab lange in München gewohnt. Und, da war das und dort war ich dann, habe ich ein Eck von einer Fabrikhalle gemietet. Da war auch noch der Bagar drin in der Halle. Das ist auch ein richtiger Künstler, der ein Airbrusher, wo halt weltweit agiert hat damals schon. Und wir waren alle in der Fabrikhalle. Und von dort aus habe ich halt angefangen, ein Auto zu handeln. Natürlich kleine Autos, man hat ja nicht viel Geld gehabt. Da hast du mal ein R4 gekauft, der Ente, ein Käfer. Und so hat sich das immer gesteigert. Und in der Halle habe ich auch mein Kompagnon damals kennengelernt, das war der Ulrich Spannagel. Der hat einen absoluten italienischen Fimmel gehabt. Also der hat damals die Fiat 850 Spider gemacht. Der hat absolute Connection zu den ganzen Abarth-Leuten gehabt, also 600er Abarths.
die Tausender TCR und der Bialboros und so bin ich in die komplett verrückte italienische Welt reingelaufen. Dann ist losgegangen mit Alphas. Dann hat man natürlich mal ein bisschen Geld gehabt. Dann habe ich mir damals schon den ersten 2.6er Dino Ferrari gekauft. Das war damals, wann war das? Das war in den 80ern. Das war aus den 70er Jahren. Also gekauft habe ich ihn in der 80er Jahren. Aber das war aus des, ich glaube 71er war es, da hat es nur 99 Autos gegeben. Aha. Da habe ich damals schon den ersten komplett Ferrari restauriert, also zerlegt in Einzelteile, zusammengebaut. Und geflucht wahrscheinlich. Ja, war, nee, das war alles okay. Ich habe viel Geduld gehabt. Und den Jaguar E-Type, solche Sachen habe ich dann gemacht. Also ich bin von Haus aus, mit den normalen Autos habe ich mein Tagesgeld verdient und mit die Exoter habe ich restauriert. Und da hast du natürlich auch ein bisschen mehr Geld verdient, wie wenn jetzt andere Ente oder vier am Bodenblech reingeschweißt hast. Also so bin ich in die ganze Liga aufgestiegen. Und dann war ich ja komplett der Spezialist für italienische Autos. Also ich habe viel Lamborghinis repariert, damals schon Countach. Tatsächlich? Dann, alles da in der Buttermacher Straße? Nein, das also, war dann schon der Umzug. Zwischendrin hat es mal einen Umzug gegeben nach Trudering in so eine kleine Werkstatt. Und dort habe ich dann eben mit meinem Kompagnon, der ist mit mir aus der Buttermecher Straße in die Kirchtruderinger Straße gezogen. Aha. Und dort hat das Ganze angefangen dann die mit den ganzen italienischen Autos. Der war natürlich komplett Italiener verrückt, hat auch in der Buttermecher Straße schon immer seine Fiat repariert. Aber damals haben mich italienische Autos gar nicht interessiert. Ich war Mercedes-Mann und mich hat da kein amerikanisches Auto interessiert. Das war für mich eigentlich ein Fremdwort, weil da, wo ich herkomme, gibt es keine amerikanischen Autos. Mhm. Wenn du Glück gehabt hast, ist vielleicht mal ein amerikanisches Auto durchs Dorf gefahren, weil das in der Nähe von der Schweizer Grenze war. Mhm. Sie kommen aus dem Schwarzwald, ne? Ja, ja, okay. Aber die Oldtime, also die normale amerikanische Autos haben mich gar nicht interessiert, weil ich habe gar keinen Bezug zu dem gehabt. Für mich war Mercedes das Tollste, weil ich auch bei Mercedes gelernt habe. Mhm. Und durch den Umzug nach München und dann den Umzug in die Kirchtruderinger Straße mit meinem Kompagnon bin ich natürlich komplett in Italien gelandet. Also komplett. Also ich war auch beim Abarth auf dem Grab in Wien und so. Also ich habe schon einen kompletten Abarth-Vogel auch gehabt, muss ich jetzt auch sagen. Haben Sie ihn mal kennengelernt? Nee, ne? Das nee, war der war schon tot. Aber ich bin tot, mal auf dem Friedhof gewesen und habe ihn mal besucht. Hat man schon mal ein bisschen die Abarth-Luft geschnuppert. Ja. Aber von dem habe ich auch schon wilde Geschichten gehört. Von Hans Hermann und so, die alle bei dem gefahren sind. Kann man alles bei mir nachhören. Das waren coole Autos. Das ist so ein Abarth. Das war einfach damals schon was Besonderes und jetzt sind sie eigentlich unbezahlbar. Mhm. So ein 1000er TCR damals ohne Motor hast halt für 10.000 Euro D-Mark gekauft. Mhm. Dann hast du noch einen Motor gebaut und dann hast du schon irgendwie zusammengekriegt, das Auto. Aber jetzt sind die ja unbezahlbar. Klon kostet schon 40.000. Ja. Und dann bin ich so in die Alpha-Schiene, dann in die Ferrari-Schiene, dann Lamborghini war ich auch komplett begeistert. Also aber war das alles so, haben Sie das irgendwo gelernt? Weil das sind ja extrem komplexe Autos eigentlich, oder? Oder haben Sie das alles so learn by doing? Ich habe es ausgebaut und habe den Motor überholt. Ja. Also ich habe einfach so ein Lamborghini Countach, war Loch im Kolbe, Motor ausgebaut komplett und das alles wieder zusammengebaut. Und dann hast du gelernt, wie man die Weber-Vergaser einstellt. Ich habe auch meinen Espada komplett restauriert. Vier Weber-Doppelvergaser, oder? Ja, also da war er halt dann... die Weber-Vergaser, die musste ich dann synchronisieren, dann die Doppelzündung, also man hat das schon gelernt, also man konnte nicht irgendwo fragen, weil es hat ja niemand gegeben, der das gesagt hätte. Und so bin ich in die Schiene rein und dann habe ich noch ein bisschen Engländer gemacht, habe Aston Martin repariert von einem Kunde von uns. Also ich habe eigentlich alles repariert. Ja, alles das Volvo Schneewittchensarg war, den habe ich abgeschnitten und habe neu zusammengeschweißt. Ob es der R4 war, der Ende, die Bodenplatte rausgeschnitten. Also ich habe immer alles komplett riskiert, sozusagen. Ja, aber sensationell, was waren das für Kunden, die da kamen hier in München? Das war bestimmt auch so. Also der erste Ferrari, wo ich repariert habe, das war ein 3.8er GT4. Das war von einem Jeanshändler am Rindermarkt. Das war im Hans-Peter Stuck sein Freund. Aha. Und durch den bin ich da reingerutscht und habe das dann damals repariert, das Auto. Und dann natürlich die gesagt, ja, der kann einen Ferrari richten, bringt es ihn dorthin, der macht es günstig. Und dann Schnetzler, das war damals ein Pornofilmvertrieb, von dem habe ich dann den ersten Espada restaurieren dürfen. Dann hat er gesehen, dass es funktioniert. Dann habe ich seinen Countach, 4 Liter damals, blau mit innen weiß, komplett überholen dürfen mit Sitze und Motor und da ein bisschen mehr Leistung rein. Und so war ich in dem Ding drin. Einer hat es dem nächsten erzählt. War auch so bei der Porsche-Fraktion drin, habe ein Porsche-Turbomotor überholt. Also das war schon,
ich bin komplett durch die ganze Welt, durch von verschiedenen Modellen in andere Baujahre rein, in andere Baureihen rein. Ich habe alles gemacht. Und eines Tages hat mir der Haribo-Chef von München hat mir eine Corvette angeboten. Gut, Corvette, ja, okay, das ist so halt so ein Schlampenschlepper, nimmt man ja das. Das finde ich gut, macht für einen Pornoproduzenten den Lamborghini und sagt, die Corvette ist ein Schlampenschlepper. Ja, genau, das war so, das war halt so das Zuhälterauto, wo wir in den Filmen übergesehen haben. Aber ich habe mich nie mit diesen Autos beschäftigt, null. Okay. Da habe ich gedacht, okay, das war damals, glaube ich, 8000 D-Mark, Corvette, ja, warum kaufe ich die nicht? Ich habe das Ding komplett in der Kiste gekauft, also komplett zerlegt in Einzelteile und habe das Auto gekauft. Gut, dann habe ich sie zusammengebaut. Und beim Zusammenbauen haben einfach so viele Einzelteile gefehlt. Und in München hat es nur eine Firma gegeben. Das war der Barretta Motors. Oh, den kenne ich sogar noch. Ja. Und der war am Frankfurter Ring, wo man dann so die in die Halle hochgefahren ist, weil das oben im oberen Stockwerk war. Und ich muss sagen, der hat mich so ausgenommen mit den Ersatzteilen beim Zusammenbau. Dann habe ich gedacht, das kann man sich eigentlich nicht bieten lassen. Warum kauft man die Teile einfach nicht da, wo die Autos herkommen? Und dann haben wir halt angefangen zu schauen, da soll man die KTS geben. Das war so ein Vertrieb von Ersatzteilen. Das war auch in der Anfangszeit. Dann habe ich natürlich bei dem die Teile gekauft. Die waren schon mal, dann war schon mal der halbe Preis, war schon mal okay. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ich hole die Teile selber und habe dann drüber halt versucht, über verschiedene Kanäle an die Teile dran zu kommen und habe dann die ersten Teile in den USA gekauft. Auto war dann zusammengebaut, aber ich habe gar nicht gewusst, was ich da gekauft habe. Ich habe es nur renoviert. Ich habe nicht gewusst, dass das ein ganz komplett besonderes Auto war. Das war eine Corvette, Baujahr 71, Targa, Stoßstangenmodell. Das ist halt das schönere Modell. Und das Besondere an dem Auto war, dass ein LT1-Motor drin war. Das heißt, der war höher verdichtet. Der hat vier Bolzen an der Hauptwelle, an der Kurbelwelle gehabt. Also das war die verstärkte Version und hat damals schon 350 PS gehabt. Ich habe dann damals schon eine scharfe Nockenwelle einbaut, weil der Standard, was man immer gemacht hat. Ja, das hat man halt kaufen können. Dann eine Edelbrock-Ansaugspinne drauf, ein großer Vergaser, Hooker, Sidepipes dran gebaut und habe halt immer an dem Auto rumgebastelt. Und dann ist irgendwann mal gefahren. Das war so faszinierend, dass ein Auto 260 geht. Es ist zwar so auf der Straße gefahren, aber es ist einfach 260 gefahren. Ja, ich habe so eine Freude mit dem Auto gehabt. Da war auf einmal für mich ein Mercedes ein langweiliges Auto. Das hat kracht, gescheppert. Und dann ist es halt losgegangen, dass ich so angefangen habe, so amerikanische Autos zu reparieren. Also ich habe dann Camaros repariert. Ich habe für den Corvette Club die Corvetten repariert. Irgendwie an jedes Treffen, wo ich hingefahren bin, oder Viertelmeilenrennen gefahren bin, habe ich immer Aufträge gekriegt. Und dann bin damals an einer Bergrenne gefahren. Mein erstes Auto war ein Ford, so ein kleiner Rennwagen. Escort? Formel-Auto. Ah, ja, okay. Dann eine Formel Ford, 1600 war das. Und dann habe ich mir damals in Derichs Formel 3 BMW gekauft und bin halt Bergrennen gefahren. Habe aber immer meine Corvette schon dabei gehabt, weil man muss ja immer die Strecken abfahren. Und habe natürlich immer dann getestet, dass ich mir die Strecke merke. Am Schluss bin ich ja schnellere Zeiten mit der Corvette gefahren, wie mit unserem Formel-Ford-Rennwagen. Und es war natürlich faszinierend, dass ich mir so einem Ami-Klotz solche Zeiten fahren konnte. Die Straße war ja nicht mehr abgesperrt. Ja. Man ist einfach nachts hin, zack, und hat die Zeit gemessen und hast halt die Strecke gemerkt. Und am nächsten Tag fährst du im Formel-Rennwagen, bist langsamer gewesen wie mit der Corvette. Und habe gedacht, irgendwann, da brauche ich jetzt eigentlich auch keinen Rennwagen. Und habe mir dann eine Corvette aufgebaut und habe dann angefangen zum Viertelmeilenrennen fahren. Also das war damals die Nitro Olympic in Hockenheim. Da war ich einer der ersten Starter. Also da waren ja gar keine Zuschauer dort, da bin ich dort schon gefahren. Die erste Veranstaltung, das war ja der Rico Antes, der wo das eigentlich hier in die Welt aufgenommen hat, in die europäische Welt. Da war ein Hockenheimer Rennen und eins war ein Zeltweg. Also heutige Red Bull-Rennen. Und da sind wir die ersten Viertelmeilerrennen gefahren. Am Anfang hast du ja gar nicht gewusst, was passiert. Jetzt müssen wir jetzt die Reifen kaputt machen auf der Viertelmeile oder müssen wir noch schnell sein. Und irgendwann sind wir halt in das komplette Ganze reingewachsen und da waren wir natürlich sehr euphorisch. Das war in Berlin auf den ganzen Militärflughäfen die Rennen und in Italien. Überall ist das Ganze losgegangen und dann bin ich das auch 15 Jahre oder 18 Jahre komplett durchgefahren. Also bin ja die Meisterschaften mitgefahren.
war eine sehr schöne Zeit, muss man jetzt wirklich sagen. Also, was war das für eine Klasse, die Sie da gefahren sind? Also ich bin verschiedene Klassen gefahren. Ich bin Pro-Mod gefahren, ich bin Public Race gefahren. Ich bin alles gefahren, was es so gibt. Halt. Aber eher angelehnt an noch normal aussehende Autos, ne? Karosserieautos. Ich wollte nie so einen richtigen Dragster haben wie ein Topfueler. Ich wollte nur ein Karosserieauto haben, wenn dann unten nur Gitterrahmen drunter war. Aber ich wollte halt einfach nur Karosse fahren. Sind Sie mal so ein Top-Fuel-Dragster gefahren? Nee, würde ich nicht machen. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Okay. Ich sage, das ist für mich was Unkontrollierbares und darum würde ich es ja nicht fahren. Hm. Also muss man nicht haben. Finden Sie Dragster-Fahren reizvoller als Bergrennen zum Beispiel oder Rundstrecke oder so? Ist das, oder? Also es sind alle Sachen toll. Also ich muss sagen, inzwischen fahre ich auch wieder Bergrennen mit Oldtimern halt. Mhm. Ich fahre Dragster-Rennen. Ich habe mir so einen bergseitigen Copo-Dragster gekauft. Also da muss man sich bewerben in Amerika und dann kriegst du dann irgendwann mal einen Zuschlag, dass du kaufen kannst. Okay. Ich finde da die Eisrennen gut. Ich könnte alles fahren. Ich könnte den ganzen Tag nur Auto fahren. Also ich finde es gut. Rundstrecke ist natürlich super toll. Aber zum richtigen Wettbewerb zum Mitfahren, da bin ich jetzt zu alt. Damals habe ich das Geld nicht gehabt, dass ich mitfahren konnte. Und jetzt fahrt man halt so Track Days mit oder Nordschleife, finde ich mega geil. Und ich habe eigentlich vor, dass ich mir so einen alten Rennwagen kauft und die Klassikrennen mitfahren. Das ist so jetzt eigentlich gerade das Ziel. Ich habe schon mal einen Rennwagen gekauft, aber der war nicht so, wie er sein sollte. Dann habe ich dann wieder zurückgegeben, aber ich bin immer auf der Suche. Was suchen Sie da? Also ein GT40 schwebt mir vor oder eine alte Corvette. So eine Grand Sport, aber die muss halt FIA homologiert sein. Mhm. Alte Mustang GT350 Shelby habe ich schon gehabt, den habe ich wieder zurückgegeben. Das war jetzt nicht so, dass er einsetzbar war von der FIA, okay. Obwohl er einen FIA-Pass gehabt hat. Und wenn man schaut, halt immer was Interessantes gibt, aber das ist ein bisschen altersbedingt. Ich meine, du kannst keine Rundstrecke fahren gegen 20-Jährige. Aber das ist ja bei diesen historischen Rennen auch mehr der Spaß eigentlich. Ja. Ne? Im GT40 ist man ja vorne mit dabei. Also die bügeln ja alles. Ne? GT40 bist du richtig schnell und die Corvettes fahren auch in der Klasse. Also wenn man jetzt Goodwood mal anschaut, da gibt es eine Corvette, die ist ganz weit vorne dabei immer. Aber meistens sind es die Ford GT40 oder dann die 350er Shelbys. Die sind gut vorne. Ich bin auf der Suche, ich werde schon das Richtige finden. Aber ich mag es jetzt auch nicht überstürzen. Weil das letzte Mal habe ich sie überstürzt und 300.000 Euro für ein Stück Eisen, wo nichts wert ist, muss ich nicht mehr haben. Aber Sie konnten ihn zurückgeben? Oder war das? Ich habe ihn mit vielen Diskussionen dann getauscht gegen andere Autos bei Shelby und habe ihn zurückgegeben. Okay. Ist bestimmt auch ein Markt, dass man klassische Rennwege bauen würde, weil man muss echt sagen, wenn du einen Rennwagen kaufen willst, du kannst eigentlich keinem so richtig vertrauen. Mhm. Wenn man sagt, man baut so einen Lader auf, und man macht es wirklich zu korrekten Konditionen. Wäre das zum Beispiel jetzt auch eine Marktlücke, dass man klassische Rennwege baut? Also ich habe niemanden gefunden, der das richtig macht. Vielleicht in England, Holland, Belgien. Aber in Deutschland, wo man sagt, ich will jetzt einen richtig coolen Mustang oder Corvette oder GT40 kaufen. Nach Reglement aufbauen. Ja, ich bin ja schon in England gewesen, am letzten Ende der Welt dort, auf dem letzten Fleck. Und es war auch kein gutes Auto. Also man wird, glaube ich, sehr betrogen mit den Sachen. Und das ist so nochmal eine Idee, vielleicht bauen wir das ja irgendwann mal selber. Aber man muss erst mal reinschnuppern. Wenn es jemand kann, dann ja wohl Sie. Und in Amerika findet man da keine Autos, keine Rennautos? Oder sind die für europäische Rennen nicht homologierbar? Also die Amerikaner verkaufen nur was, wenn es richtig ausgelutscht ist. Das ist eigentlich so eine Corvette, die war, also jetzt Baujahr 65 habe ich mir angeschaut, nur der hat 1 Million Kilometer auf der Rennstrecke, die ist schon durchgeleiert von vorne bis hinten. Wenn schon nicht so ein Top-Fahrer bist, brauchst du mindestens ein gutes Auto und ein ausgelutschtes Ding. Und ich bin jetzt nicht so der Top-Fahrer, dann kriege ich nicht mal einen Blumenstock. Also das mag ich nicht machen. Okay. Und diese Dragster-Rennen, ist das bei Ihnen in der Klasse dann auch so, dass nach jedem Lauf muss der Motor auseinandergerissen werden und dann wieder Früher war das so, da habe ich in einer Corvette-Baujahr 65, 66, 67 war das, ein Coupé, gut, das war sowieso nur die Karosseriehaut, war ein Gitterrohrrahmen. Da habe ich einen 5 Liter Top-Alkohol-Dragster-Motor drin gehabt, also mir wirklich immer Top-Alkohol-Dragster. 800 PS oder was ist das? Nee, der hat damals schon 1100 PS gehabt, dreht bis 10.000 und das war mir zu stressig, weil ich habe wenig Zeit, mich vorzubereiten. Mhm. Das heißt, wir haben hier einmal den Motor zerlegt, komplett aufgebaut, aber du musst zwischen den Läufen hast du ungefähr 2 Stunden Zeit, Motor komplett zerlegen, alles anschauen. Ja,
im Notfall Lager neue reinmachen und Kolbering und alles neu einbauen. Das war mir zu stressig. Das war jetzt, in der jetzigen Zeit bin ich zu alt, dass ich mich da drunter lege und stundenlang schraube. Das macht mir keinen Spaß mehr. Also ich schraube gern, aber nicht mit so einer Zeit. Mhm. Und der Copo Dragster, den fahren wir 2 Jahre durch, mache einmal im Jahr einen Ölwechsel, neue Reife drauf und sonst mache ich gar nichts. Ich habe sogar Fensterheber drin. Für die Kenner, was fährt man da für eine Zeit auf der 8,9? 8,9, das ist schon schnell, das oder? Das ist für ein Karosserieauto, ein schweres Auto, eine sehr gute Zeit. Also wir haben ja nichts am Motor gemacht, das ist wirklich ein werkseitiger Motor. Und der hat Leistung? Also ich gebe an 550 plus, aber das Ding hat hundertprozentig bei 8,9 mit dem Gewicht von 1200 Kilo hast du locker 1000 PS, locker. Was? Okay, krass. Aber es ist so ein Auto, wo man nicht schrauben muss. Das war für mich jetzt die Grundvoraussetzung, wenn wir wieder Dragster fahren. Ich habe vor 3 Jahren wieder angefahren. Ich will keinen Schraubenzieher in die Hand nehmen und das ist so ein Auto. Ich finde das so geil, wenn man sagt, ja, der hat 1100 PS, aber ich wollte ein Auto haben, was man nicht schrauben muss. 1100 PS klingt für mich immer nach Krawall und Explosion nach kurzer Zeit, aber das, wenn man damit 2 Jahre fahren kann, ist das sensationell. In der heutigen Zeit, das hat sich natürlich alles geändert. Man muss immer sagen, das sind ganz andere Materialien, die da verwendet. Klar, da kannst du sagen, ich kaufe mal einen Motor für 5.000 Euro, dann fällt er halt auseinander. Mhm. Kaufe ich mir einen Motor mit guter Schmiedepleuel und Top-Kolbe drin, gut gewuchtete Kurbelwelle und gute Köpfe und die Einspritzung funktioniert perfekt, dann geht da nichts kaputt. Also wenn du gerade doof bist und über Dresden das nicht mal machen kannst, der regelt dir ab, dann kann nichts passieren. Der Verschleiß ist natürlich sehr gering bei den Autos. Es ist sensationell. Also jetzt müssen wir mal kurz in die neue Zeit springen, weil ich stehe immer wie ein kleiner Junge. Und Sie haben da von X-Auto stehen, von diesem Hellcat. Ja. Das hören Sie wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal. Aber ich finde das so unfassbar, dass man aus dem Auto so viel Leistung rausquetscht. Und dieser Hellcat Red Eye, der steht da so auf dem Preisschild 818 PS. Ja, das ist aber jetzt auch nicht unbedingt eine Kunst. Also man muss sagen, Dodge hat verwendet Top-Materialien. Aha. Also 818 PS ist nicht das Ende von der Fahnenstange. Letzte Woche haben wir einen ausgeliefert mit 940 PS. Also die Hardware am Motor ist komplett geblieben, tatsächlich nur Software und andere Pullis drauf. Wir haben einen schönen Prüfstand, wir können das exakt abstimmen, 940 PS und das ist in einem Tag umgebaut und der Umbau kostet 4.000 Euro. Und das kann man, und das ist alltagstauglich und hält im Alltag oder fahren das? Das geht gar nichts kaputt, ja, das, also ich sage ja, die Hersteller gehen zwar mit dem Material sehr an die Grenze, weil es kostet immer viel Geld. Das muss ja heute alles aus Plastik und billig sein. Mhm. Aber Dodge ist einer der wenigen Firmen, wo du sagen kannst, okay, das sind wirklich noch Reserven vom Material drin. Ich mache aus einem 800 PS 950 PS Auto. Für Dodge kann man da die Hand ins Feuer legen, was zum Beispiel bei Ford die Kante bedeutet. Also wenn jetzt auf einem... Wir haben das letzte Mal einen Ford Mustang, was war das, ein 19er Baujahr, einen Kompressor draufgebaut. Das sind 120 PS mehr gewesen, das ist komplett auseinandergeflogen. Also der Ford-Motor ist an der Grenze. Aha. Chevrolet, da sind wir von 650 auf 780 PS gegangen. Auch nur mit einem Kompressorumbau, da geht es mit Pulli nicht mehr. Großer, fetter Kompressor, coole Kühlanlage drin, dass es alles schön im grünen Bereich läuft. Aha. Und dann hast du 780 PS. Sind wir schon Rockenheim gefahren, Nordschleife gefahren, immer Anschlag, da passiert gar nichts. Ist alles komplett gut. Und das hat Dodge auch im Griff. Unglaublich. Und wenn man am Dodge noch weiterspielt, steht der 1 sofort der Uhr, ohne großen Aufwand. Und das fahren Leute, also so tatsächlich im Alltag, die Autos? Weil das ist. Man muss immer sagen, so ein Dodge Hellcat oder Challenger bei Regen oder im Winter zu fahren, ist eigentlich unfahrbar. Hm. Sowas hat halt zum Beispiel ein Lamborghini-Fahrer, der schon die ganze Sammlung hat oder Ferrari-Sammler in der Garage und sowas stellt man dazu, weil irgendwann wird es diese Autos nicht mehr geben. Mit den neuen Abgasbestimmungen werden wir ganz schön ins Eck gedrückt und das ist so ein Punkt, das sind die ersten Autos, wo rausfliege. Aber ich finde das so erstaunlich, da sprechen Sie nämlich genau so einen Punkt an. Die deutschen Autohersteller, die winken gefühlt seit 5 Jahren ab, bauen ihre 2-Liter Vierzylindermotoren und sagen, ja, alles andere geht abgasmäßig nicht mehr. Toyota schafft es noch, einen 8-Zylinder-Sauger zu bauen, der alle Abgaswerte schafft, die gefordert sind. Und dann kommen die Amis und zeigen uns, was man noch rausholen kann. Also wenn man mal sieht, mit der alten Technik V8-Motor, zentrale Nockenwelle,
dann irgendein Kompressor, ein fettes Teil oben drauf baut und wird dann nach AZ30 TÜV abgenommen. Das heißt, die haben California Emissions 50 Staaten geprüft. Das ist eigentlich die heftigste Abgasnorm in den USA und die wird hier anerkannt. Also das entspricht eigentlich einer WLTP-Prüfung. Was der Dodge Ram zum Beispiel, haben wir schon geprüft, hat es ohne Probleme geschafft. Bei der Hellcats haben wir es noch nicht nachgeprüft, aber vielleicht schafft man sowas sogar ohne Partikelfilter. Das ist unvorstellbar. Könnte funktionieren. Also wenn man jetzt sagt, man baut jetzt ein Auto und macht die Software komplett neu und legt es darauf an, werden wir WLTP-Prüfung mit 850 oder 900 PS schaffen. Das wird funktionieren. Die 2-Liter-Motoren mit dem Turbo sind natürlich mit dem Partikelfilter auch brandgefährdet. Also ich würde so ein Auto nicht fahren. Erstens ein Katalysator und ein Partikelfilter und dann ein kleiner Hubraum und ein Turbo. Die Kisten, man hört, das, was man jetzt immer hört im Radio, dass so viele Autos abbrennen. Da brennt ein Auto, dort ist ein Auto abgebrannt. Und das sind ja genauso so Sachen, das kommt von denen ganzen Partikelfilter. Mhm. Ja, und man sieht da viele Brandflecke auf der Autobahn. Also ich bin jetzt irgendwie so eigentlich achtfürchterlich auf das. Ja, das stimmt tatsächlich. Und das letzte Mal am Sonntagabend bin ich in der Badwanne gelegen, dann höre ich dreimal hintereinander, dass auf drei verschiedenen Autobahnen drei Autos brennen. Das hat man vorher gar nicht gehört. Und seit das ganze Partikelzeug da unterwegs ist, mit den Filtern, das verträgt einfach das Ganze nicht mehr. Die sind zu und dann gibt eine Vollgas auf der Autobahn und dann glühe sie und dann ist der Katalysator vielleicht auch noch zu und das ist gefährlich. Und die Amis haben halt einfach einen V8-Motor ganz einfach gestrickt mit einem fetten Katalysator drin und das funktioniert. Ich meine, wenn ein Auto abbrennt, haben wir auch eine Umweltverschmutzung. Ja, ja, klar. Wenn der jetzt 2 Gramm mehr ausblasst, da werden 1000 Autos abbrennen, was da mehr passiert. Seit gestern ist übrigens ein Brandfleck in Monaco Meer, wo ein F40 abgebrannt ist. Ich habe ja gesehen, Mitte drin, ja. Aber gut, das ist wahrscheinlich irgendwo Benzinauslauf, aber die Umweltsituation, die trifft uns schon auch, ja. Ja, natürlich. Klar, 100%. Das ist natürlich auch wahrscheinlich schwer noch den Leuten zu vermitteln. Ich meine, das kriegt man ja jetzt schon mit, dass SUV-Fahrern die Türen zerkratzt werden und so. Definitiv so. Das ist ja dieser Sozialneid oder irgendwelche jungen Umweltschützer, die haben da wahrscheinlich noch ein anderes Problem. Man muss ja mal sehen, wenn man die Politiker im Fernsehen sieht, wenn sie mit ihrem Dreirad in die Arbeit fahren. Mhm. Ich könnte jetzt mit dem Dreirad mich nicht bewegen, weil ich einen schweren Hänger habe zum Ziehen. Ich muss also auch viel aufladen. Ich muss mit dem Hänger rumfahren. Ich muss viele Leute ins Auto reinbringen. Kann natürlich nicht mit dem Fahrrad, wo ich vorne eine Handtasche reinkriege, rummachen. Wenn wir gehen in die 60er Jahre oder 50er Jahre zurück, dann werden wir jetzt bald mit dem Esel in die Arbeit reiten. So wird es jetzt ausgehen. Also ich glaube, das passt alles nicht ganz zusammen. Darum, ich denke immer, man muss halt vielleicht die Sachen, die wir haben, verbessern, klar. Vielleicht sollte man auch nicht die Plastiktüte mit dem Schiff ins Ausland schicken, sondern soll sich überlegen, wie man unser Plastikmüll besser recyceln können. Gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, dass man die Sache öfters verwenden kann, aber da wird es in Container gepresst und wird nach Brasilien gefahren. Die lassen es natürlich ins Meer rein oder irgendwo. So. Also genau. Totaler Schwachsinn. Das ist also absurd, ja. Ich glaube, wir sind einfach an der falschen Stelle da. Und das ist ja, man kann ja ein Gesetz in die Welt setzen, aber man muss immer sehen, man kann ein Gesetz machen, aber dann muss man es auch umsetzen können. Aber wenn man ein Gesetz macht mit dem CO2-Ausstoß, was niemand einhalten kann, überlegt man natürlich, was für Software, dass man baut, dass man es einhalten kann. Zu dem Zeitpunkt war das nicht da, dass man Schummelsoftware nicht bauen darf. Ja, ja. Hauptsache, was hinter rauskommt, ist in Ordnung. Mhm. Und jetzt wird halt einer auf dicke Hose gemacht, wird jeder in die Pfanne gehauen, denen das Geld abgenommen. Steuergelder verbrannt, weil ich bin ja auch am VW beteiligt, so mit meinen Steuergeldern. Da finde ich das eben nicht gut. Ja. Dann muss man sich vorher überlegen, was für Gesetze das man macht und dann, glaube ich, funktioniert es für alle. Und solange sie uns jetzt unser Kulturgut, die alten Autos, nicht auch noch wegnehmen oder belasten, werden wir weiterhin auch eine Freude an Autos und an Motorrädern haben. Aber wenn jetzt dann die neuen Autos durch sind, werden die alten dran sein, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Ja, ganz sicher, natürlich. Ja. Irgendwo muss man sich ja dran auslassen. Jetzt müssen wir noch mal kurz zurück zu der Zeit, wo wir stehen geblieben sind, nämlich wir waren, glaube ich, Mitte der 80er, wo sie Ferraris und dann die Corvetten gemacht haben und dann ihre Liebe für amerikanische Autos entdeckt haben. Also und wir sind dann, also ich habe dann damals sind wir umgezogen damals von der Kirch-Trudringer Straße, das war 83, 84,
in die Truderinger Straße. Da haben wir dann auch wieder eine Halle gemietet, also ich oder meine Mitarbeiter nicht, und haben das halt dort umgebaut. Und dort ist dann losgegangen, dass man sagt, okay, was der König Willi kann, das können wir auch. Wir bauen breite Autos. Also hat man natürlich mal so eine 83er, 84er Corvette gekauft, der Crossfire. Für das musste ich damals mein Ferrari opfern, mein 2,6er GT Dino, den habe ich damals gekauft. Das haben Sie gemacht, ja. Den Ferrari verkauft? Ja, damit ich in die amerikanische Welt einsteigen konnte. Okay. Ich habe dann das Auto gekauft und auch noch eine alte Corvette, C3. Und dann haben wir angefangen, Autos umzubauen. Und 85 oder 86 sind wir das erste Mal damals in der Olympiahalle auf der Sepp Gregor Automobilausstellung aufgeschlagen, haben damals, weiß nicht, 6 oder 7 umgebaute Autos dabei gehabt, also C4, Cabriolet breit, wir haben gleich viel verschiedene Modelle gebaut und das Coupé in verschiedener Farbe, und das war so ein Erfolg auf der Ausstellung, dass uns wirklich die Presse die Tür eingeschlagen hat, zum die Autos fotografieren und Testberichte. Und das war halt so der Anfang. Das war die Zeit, wo die Leute dann wirklich auf breite Autos gestanden sind. Das war eine geile Zeit für Tuner, ne? Ja, jeder Techart hat es eine gegeben. Da haben wir sich, genau, Lorenzo. Ja, ich habe mit dem Vittorio Strohsek zum Beispiel schon Strohsek ein Interview geführt. Strohsek zum Beispiel. Ne? Der hat ja für Willi König das ganze Zeug designt. Für den habe ich zum Beispiel die Flügel gekauft damals. Weil die sind nach vorne so biegen, ne? Ja, ich habe einen De Tomaso Pantera gehabt. Da musste ich unbedingt den Strohsek-Flügel drauf machen. Und so hat er die ganze Zeit angefangen. Und wir haben ein Auto nach dem anderen dann umgebaut. Wir haben so viele Aufträge gehabt, dass wir nichts mehr anders gemacht haben, nur Corvette umbauten. Was für eine Goldgräberstimmung eigentlich. Ja, ne? Was waren das für Kunden, die Sie da hatten? Also das war ja bestimmt auch interessantes Klientel. Das war ganz interessant. Das war vom Gastronom bis zum Professor, zu großindustriellen Chefs. Also da warst du wirklich so in der Liga, jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt sind wir da drin. Wir haben zum Beispiel eine Corvette umgebaut. Durften wir nur einmal bauen. Das war eine ZR1, das ist ja dann damals der Vierventilermotor gekommen in der C4. Mhm. Das war ja damals ein Auto schon mit 400 PS und mehr. Wahnsinn, aber wir reden Ende der 80er, ne? Ja. Ja, da haben wir dann für einen Cheruti, für den Modefabrik, okay, in der Nähe von Bologna war das, durften wir dann ein Auto bauen. Es musste also eine Corvette sein, eine ZR1. Es musste ein Cabriolet sein, hat es werkseitig nicht gegeben. Sie musste breit sein, schwarz, und musste schneller sein wie damals ein Lamborghini Diablo. Das war die Bedingung. Wir haben auf volles Risiko das Auto gebaut. Wir haben in Bologna ausgestellt, hat das Auto gesehen, das war aber nur ein Modell. So viel Gips, schwer, man musste Holzklötze unter die Achsen bauen, sonst wäre es wahrscheinlich durchgeschlagen. Und so ist das Auto da gestanden. Der ist hier angekommen, der hat das Auto auf der Messe gesehen, kommt dann hier an, vergiss ich nie, Cowboystiefel, Lederjacke, war auch ein Harley-Fahrer. Ja, er will die Corvette, hat er damals, weiß ich, 100.000 D-Mark anbezahlt und hat gesagt, eine Bedingung ist, es muss schneller sein wie der Diablo von meinem Freund, wir haben das Auto noch nie gebaut, und es muss in schwarz sein und es darf nur einmal gebaut werden. So, das ist meine Ansage. Ne? Ein Jahr Zeit. Ja. Okay. Haben wir natürlich alles geschrieben, weil es war ja Wahnsinn, es war teure Corvette zum Verkauf. Aber was hat den Herr gekostet? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube so 300.000 okay, D-Mark krass, oder 400. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall war es halt der größte Auftrag unseres Lebens. Ja, davon gehe ich aus. Ja, dann damals war ein Freund von mir dabei, der Hans Deschinger. Das war ein Ingenieur damals schon. Mein Verkäufer, der Sven, und die zwei haben dann das Auto gebaut, haben extra eine Garage angemietet, kleine Werkstatt, wo die in Ruhe das Auto bauen konnten. Das heißt, wir mussten ein Coupé das Dach abschneiden, wir mussten von einer normalen C4 das komplette Heck einbauen, mussten den Rahmen verstärken und haben dann den Vierventilermotor umgebaut auf einen Biturbo. So was haben wir noch nie im Leben gebaut. Keine Erfahrung mit Turbo, keine Ahnung von Rahmenversteifung und alles. Und das Auto haben wir dann nach einem Jahr ausgeliefert. Das vergesse ich nie. Wir sind mit meinem schwarzen K20 Pickup dort angekommen. Auf dem Hänger, offenen Hänger, die Corvette drauf. Und dann fahren wir so in die Ortschaft rein, da wo die Fabrik ist. War wie ein Volksfest aufgebaut. Start-Ziel-Flaggen. Ich habe mir gedacht,
was machen denn die hier? Wir haben das gar nicht kapiert. Ja. Das ist das schon aufgebaut worden. Abladen, der Diablo war am Start gestanden von seinem Freund und die zwei haben das ausgefahren. Die ganze Ortschaft war da, die ganze Fabrikangestellte haben gewartet, dass wir mit dem Auto da einlaufen, abgeladen und dann hat er gesagt, okay, jetzt Jungs, ich hoffe es hält. Es ist schneller wie die Diablo, dann kriegt ihr jetzt Geld, sonst aufladen, könnt ihr einfahren. Oh. So waren die Bedingungen. Wow, okay. Wir natürlich fürchterlich geschwitzt. Das war ein Wahnsinn, das Auto abgeladen. Das vorher mal Probe gefahren eigentlich, das Ding? Ja, wir haben es schon getestet. Okay, ja. Wir sind viel gefahren. Aber damals habe ich sogar ein Diablo gekauft, dass man es testen konnte. Ein Diablo gekauft, ja, um es zu testen? Ja, haben wir es schon getestet gegen das Auto. Und dann sind wir da angekommen und dann habe ich gedacht, wie die das jetzt machen. Dann sind die in eine Bergstraße gefahren. So nach 20 Minuten sind sie angekommen, die Corvette war vorne, der Diablo 3 Meter hinter dran, durch die Dschung. Und mir jetzt einen Strudel gehabt. Und der ist schon noch nie mit dem Auto gefahren. Der ist das erste Mal in dem Auto gesessen. Krass. Und fährt dem Lamborghini vorbei. Und das war natürlich ein Hype. Und danach haben wir natürlich auch viele Autos noch umgebaut. Zwar nicht in der Form, man muss eine neue Form bauen. Mhm. Und haben dann einige Kunden gehabt, also irgendwelche Weltmeisterschaften, ich weiß gar nicht mehr, im Bowling oder irgendwas. Auf jeden Fall haben wir so viele Leute dann gehabt, die Autos dann gekauft haben. Geil, die Presse in Japan hat geschrieben, die erste 4x4 Corvette. Wir haben irgendwo mal so das Blödsinn 4x4 draufgeschrieben und die haben dann das dort in der Zeitung so, das ist jetzt die erste Biturbo Allrad Corvette, was es überhaupt jemals gegeben hat. Es war aber nur das Schild drauf. Also ich habe viel erlebt mit meinen ganzen Corvetten. Und dann ist halt weitergegangen. C5. Haben wir dann nur noch so Leistungskits gemacht. Da war dann schon so, das Ganze ist schon ein bisschen abgeflaut. Mhm. Da wollten die Leute nicht mehr so breite Autos. Das war Anfang 90er, ne? Ja. Da kam diese neue Bescheidenheit. Das war nach so ab 95, 96, 97. Da haben wir dann ein Problem gehabt. Da haben wir dann nur noch klein veredelt, also mit kleinen Spoilerlippen. Das haben wir dann schon erkannt, dass es schwierig wird. Alles, was unter der Haube ist, halt mit mehr Leistung, nur noch Veredelungen gemacht, kleine. Dann die C6, da sind wir dann tatsächlich auf die Rennstrecke und haben dann versucht, die ganze Rennen zu gewinnen. Das haben wir den Tuner Grand Prix, ich weiß nicht, glaube, haben 10 Mal gewonnen inzwischen. Und von dort haben wir halt nur versucht, Leistung, Optimierung vom Fahrwerk, Bremse, Felgen, leichte Felgen, nicht nur schöne Felge, da haben wir uns halt mehr auf die Performance-Sachen versteift, was wir heute auch noch machen. Mhm. Also heutzutage haben wir einen Ingenieur, der die Aerodynamik berechnet, Felge müssen leicht sein, wir wollen keine schwere Felge, wir wollen die optimalste Reifenmischungen, wir wollen die besten Fahrwerke, wir stecken halt überall richtig Geld rein. Nehmen Sie auch immer diese Competition an, dass man die schnellste Runde auf der Nordschleife fahren muss oder haben Sie da auch das Testfahrer? Das läuft jetzt gerade. Ja. Also wir haben jetzt tatsächlich die letzten 4 Jahre 2 Autos gebaut, eine Corvette, eine C7, Z06 komplett modifiziert und eine Viper ACR haben wir auch modifiziert. Die steht hier oben, oder? Ist das die? Autos stehen bei dem Keller und die Autos haben wir tatsächlich für die Nordschleife gebaut und waren letztes Jahr beim Testen das ganze Jahr durch. Okay. Und jetzt im Frühjahr wollen wir versuchen, den Rekord zu fahren. Was wir aber nicht schaffen. Wir wollen unter 7 Minuten fahren, weil wenn man die Porsche, die Rekordzeit sieht, das ist halt einfach ein manipuliertes Auto. Da muss man einfach fair sein. Das ist momentan der Manta, geht jetzt wo, glaube ich. Ja, noch, genau. Man muss einfach sagen, entweder ist das Auto von der Stange oder es ist ein Auto, wo keine Zulassung hat. Dann habe ich einen Rennwagen gebaut. Da geht es ums Gewicht. Die haben alles ausgebaut. Das ist halt, da muss man einfach ehrlich sein. Wir bauen alles ein, von was wir eine Ahnung haben. Mhm. Aber man kann den Leuten nicht ein Auto verkaufen, wo ich sage, die nächste Z06 von mir ist genauso schnell. Das hat nichts mit dem Auto zu tun. Mhm. Das ist drunter nur High-Performance-Technik und nichts anderes. Weil ein offizielles Auto von Porsche vom Band runter schafft halt 7 Minuten. Ein anderes Auto ist 6 Minuten 42 gefahren. Also, ja, okay, das ist schon eine Menge, ne? Genau. Darum da wollen Sie irgendwo dazwischen liegen. Ich muss jetzt sagen, ich lege jetzt da keinen Wert drauf, dass ich 20.000 Euro bei der Nordschleife bezahle. Und im Endeffekt kriege ich dann eine Bestätigung vom Notar, dass ich die Zeit geschafft habe. Aber was in dem Auto drin war, das schaut ja keiner an. Mhm. Also brauche ich das auch nicht machen. Das kostet inzwischen, man muss Rekordrunden anmelden und da wird die Nordschleife für einzelne Runden abgerechnet, ne? Ja, du zahlst halt einfach 20.000 Euro, ob es regnet oder nicht. Das kann ich mir nicht leisten, das ist so. Und ich will mir das auch nicht leisten. Mhm.
Wir fahren unseren eigenen Rekord. Wir haben ja das alles aufgenommen. Ich musste gegen Porsche antreten. Wir sind eine kleine Firma. Porsche sollen ihren Rekord weiterfahren und wir fahren unseren Rekord. Hm. Und das ist für mich okay, wenn wir beide Autos unter 7 Minuten fahren können. Weiß ich, wir sind nicht schlecht gewesen. Also das ist so das Ziel. Da haben wir auf jeden Fall die schnellste Corvette, die schnellste Viper und wir haben auch das schnellste amerikanische Auto auf der Nordschleife. Und das ist mein Ziel. Was wiegt dann so eine Corvette? Volles Gewicht. 1.600 Kilo. Beide Autos haben das volle Gewicht. Wahnsinn. Da sind auch die Klimaanlage drin, Navi drin, es ist nichts ausgeschlachtet. Und ist es jetzt, da müssen Sie jetzt entschuldigen, ich bin wirklich Ami-Laie, hat er auch diese so oft aus deutscher Ingenieurssicht zitierten und belächelten Blattfedern hinten? Nee, die haben Sie nicht mehr, oder? Die ist draußen, wir haben im Bildstein Federbein-Fahrwerk drin. Das geht mit der Blattfeder dann immer. Also aber die, serienmäßig ist da noch eine Blattfeder drin? Ne? Ja, ja, die schafft serienmäßig 7 Minuten, 5 oder so, oder ja, ja. 6 das mit der Blattfeder. Ist ja auch, also Blattfedern klingt immer so rudimentär, weil jeder LKW das hat, eigentlich ist das eine perfekte Federung. Ne? Die wenig Blattfeder Eigenmassen. Ist das absolut perfekteste, was es gibt, weil du hast ja die ganzen schweren Massen nicht draußen vom Federbein und alles, was alles sich mitbewegen muss. Ja. Das brauchst du nicht. Die ist quer drüber, Gewichtsverteilung schlank. Und es bewegt sich nicht so viel. Also das ist alles okay. Ja. Also die kann man nicht schlecht sagen über die Blattfeder. Ja, also überhaupt über die Corvette. Also die hat wirklich performancemäßig ist das einfach ein gutes Auto geworden. Also man braucht sie mit den Oldtimer. Die ist schon seit 7 Jahren. Gibt nicht verstecken. Es hat ja gerade der neue Test in Automotoren Sport gegeben. Da war, ich glaube, Jaguar war dabei, Porsche war dabei. Ich weiß gar nicht mehr, was für Autos das alles dabei war. Auf jeden Fall war Corvette die Grand Sport mit dem kleinen Motor. Gegen die Hochkaräter, das schnellste Auto, das war in Hockenheim. Also vom Handling, von allem her. Porsche muss ich da schon ein bisschen warm anziehen. Ne? Und ich glaube, wenn die Mittelmotor-Corvette kommt, dann... Ja, man muss jetzt immer sagen, Porsche ist ein tolles Auto, ist super verarbeitet. Ich meine, die Porsche-Geschichte, wenn man die liest und hört, und man kennt auch den Wolfgang Porsche, und ich war schon öfters mal im Museum, ich bin da schon auch mit drin. Also die Autos sind ja nicht schlechter. Also das ist halt, es gehört ja immer ein bisschen Glück dazu, dass man irgendwo was erreicht. Das ist einfach so. Und mal ist so oder so. Aber man braucht sich mit der Corvette nicht mehr verstecken. Also früher warst du immer froh, wenn die Rücklichter vom Corvette immer so einen bestimmten Abstand gesehen hast. Heutzutage schaust du halt im Rückspiegel, was in der Nachfahrt. Das ist halt das Coole an den Armen. Ja, jeder hat es belächelt und sie sind einfach da. Mhm. Da wird da viel Wert drauf gelegt, dass die Nordschleife richtig fahren wird, weil es gibt ja auch ein GM-Center, ein Technik-Center an der Nordschleife. Also die Autos werden dort tatsächlich auch umgebaut, abgestimmt. Das ist schon weltweit die Nordschleife. Das ist die Benchmark, ne? Das ist es, ja. Da muss man hin. Was verkaufen Sie an Autos im Jahr inzwischen? 1.000 Autos, ja. 1.000 Autos. Ist das aus US-Herstellersicht, kommen die schon auch zu Ihnen und fragen, was aus deutscher Sicht verbessert werden müsste oder was die deutschen Kunden also wollen? Momentan gibt es ganz andere Probleme, weil General Motors hat ja eigentlich abgebrochen in Europa. Wir haben ja die ganze Cadillac-Palette gehabt. Wir haben die Camaros mit also COC-Autos gehabt. Es ist alles abgebrochen worden wegen der WLTP-Prüfung. Mhm. Die Amerikaner müssten eine neue Bodenplatte bauen, wo der Partikelfilter reinpasst. Und die Neukonstruktion, die C8, kommt wieder mit dem alten Motor, mit Partikelfilter und hat auch dann die WLTP-Prüfung. Und die alten Autos haben sie uns komplett alles gestrichen. Also interessiert tut Europa gar nicht, weil in China werden 180.000 Cadillacs verkauft und wir in Deutschland haben 1.000 Cadillacs geschafft. Also, ja, gut, dann. Warum soll ich ein neues Auto bauen für Deutschland? Für wenn ich in China Autos. Die 1.000 gebe ich dem Händler dazu, der verscheuert die noch mit. Also. Das ist eigentlich schade drum, ja. Und das ist wirklich ein Kampf mit den ganzen Zulassungen. Und das ist auch immer ein bisschen existenzbedrohend. Man weiß ja nie, wie lange das weitergeht, weil es kommen jeden Tag neue Gesetze raus, neue Hürden. Dann kann man kein 134a Klimagas mehr verwenden. Dann werden die Autos nicht mehr verzollt. Also die 41 Jahre sind schon auch schön gewesen, aber es war auch ein langer, leitender Weg bis dahin. Ja. Anfang der 90er hatten Sie auch mal ein großes
Problem mit dem TÜV, ne? Mit neuen TÜV-Zulassungen, und da musste jedes Bauteil geprüft werden und so. Ne? Ja, das hat es mal zwischendrin gegeben. Das war, glaube ich, in den 90er Jahren. Damals hast du halt einen Chromluftfilter draufgebaut und zwei Muffler einbaut, und dann hat es niemand interessiert. Mhm. Und irgendwann war das eine riesige Polizeiaktion, dass die Amis nicht mehr fahren dürfen wegen Chromluftfiltern. Es waren ein Holly-Vergaser drauf oder es waren Highcheckers drin oder Sidepipes dran. Da habe ich damals 1 Million in die Hand genommen und habe das komplett geprüft. Million Mark. Das war damals sehr existenzbedrohend. Also da habe ich jahrelang gelitten drunter, weil wo dann jeder gewusst hat, der Geiger hat es geprüft, hat es der nächste TÜV-Prüfer ohne Gutachter eingetragen. Also ich habe 1 Million bezahlt und die anderen haben das kostenlos nutzen können. Okay. Also das war irgendwann auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, was zum Prüfen, weil es ist eigentlich sehr unseriös abgelaufen. In der heutigen Zeit kontrolliert man natürlich nicht nur die Eintragung, also die Polizei, wenn sie ein Auto beschlagnahmt, dann muss auch der TÜV-Prüfer die Gutachten hinterlegen oder hinterlegt haben, wie er dazu kommt, dass er sowas einträgt. Mhm. Wenn du das natürlich schön geprüft hast und ist sauber, dann geht das Auto wieder raus, und wenn dann keine Daten und keine Prüfungen von Instituten hinterlegt sind, dann ist das Auto einfach aus dem Verkehr gezogen. Also man kann es in der jetzigen Zeit nicht mehr einfach eintragen. Also es wird schon heftig geprüft, und zu unserem TÜV-Prüfer kann sich sagen, trag mal den Auspuff ein, das passt schon, das geht schon lange nicht mehr bei uns. Da sind wir also komplett sauber, da wird auch nichts gedreht oder Stahlwolle reingestopft oder irgendwas. Gibt ein Händlerkollege von uns, die haben immer noch TÜV-Prüfer, wo das eingetragen wird, aber ich habe keine Lust wie bei dem in Hamburg, dass ich dann mal kurz den Lader auf den Kopf stelle und Firma zumache. Also muss sagen, da bin ich einfach zu weit. Und wenn ich mal einen Auspuff nicht verkaufe oder ein Auto, ist auch okay. Naja. Man überlebt sich, will lieber anständig sein. Ja. Und es ist wahrscheinlich, man ist ja auch inzwischen extrem lange in der Haftung, glaube ich, ne? Wenn man das dann auch. Sagen wir mal so, ich kann, wenn was schief geht, nicht einfach die Firma zumachen und sage, jetzt höre ich einfach mal auf, weil ich habe ja was gedreht und mache eine neue Firma auf. Mhm. Da sind wir zu viel im Fokus mit dem Fernsehen und allem. Also, wir können uns gar nichts leisten. Also wenn jetzt ein Verkäufer zu mir kommt, der hätte es gern, dann sage ich, schicken zu der Konkurrenz, die machen das. Die machen das. Ich will nicht mehr in das Visier von irgendwas reinlaufen. Was sind das für Sachen, wo Kunden kommen? Leistungskit zum Beispiel. Es gibt ja viele Sachen, wo man gar nicht mehr eintragen kann. Müssen wir jetzt irgendeinen TÜV-Prüfer suchen, der uns das einträgt, aber irgendwann fliegt es halt einfach auf. Also, aber was heißt Leistungskit? Ich meine, Sie bauen ja auch Autos mit. Ja, die lasse ich halt dann prüfen. Ohne Ende Leistung. Die lasse ich halt prüfen. Ich mache Abgasprüfungen, und durch die WLTP wird es definitiv schwieriger. Müssen wir halt jetzt mal aussitzen, weil ab September gibt es wieder neue Gesetze, und dann müssen wir überlegen, wie man was prüft. Weil jetzt kommt ja der neue Shelby, vielleicht prüfen wir den mit dem Leistungskit. Vielleicht machen wir ein kleines Leistungskit für die Corvette. Was kostet so eine Prüfung? Das kann von bis kosten, das kannst du nicht genau sagen. Okay. Ich meine, du musst dann die Höchstgeschwindigkeitsmessung machen, Fahrwerksprüfungen, Bremseprüfungen, Abgasprüfungen. Und das heißt ja nicht, wenn man prüft, dass man es schafft. Also wir haben auch schon Abgasprüfungen 12-mal hintereinander gemacht und haben das Ding dann in den Sack gehauen und haben gesagt, Ende, geht nicht machbar. Wir können einstellen, einbauen, was wir wollen, es ist nicht machbar. Da muss man es halt aufhören. Ja. Tore sind da fangen dann immer. Ne? Ja, schon so mit Auspuffbauer. Wir schauen dann schon, dass wir Auspufffirmen aus der Industrie finden, die uns die Auspuffanlage bauen. Mhm. Weil die haben ja, so eine Industriefirma hat ja immer konstante, gleiche Qualität. Weil die ISO-zertifiziert sind. Und da können sie jetzt sagen, morgen nehme ich das Blech und die Stahlwolle oder die Wolle oder die Wolle, sondern wenn das einmal geprüft ist, ziehen die das komplett durch. Da sieht man immer wieder auf, hier übrigens auch bei den Indien-Motorrädern, Akrapovic, ne? Ja. Die haben sich da, der wird von BMW verbaut, serienmäßig. Ja, und der hat sich einen guten Namen gemacht, zuerst in der Motorradszene. Und jetzt ist er tatsächlich Erstausrüster. Überall, ja. Finde ich auch. Also, also man muss tatsächlich, früher habe ich mit denen schon zusammengearbeitet, aber da war alles ohne TÜV. War auch unüberlegt gemacht, das war mal ein Heck vom Auto abgebrannt in NATO. Okay. Inzwischen sind die schon weiter. Das war so die Anfangszeit, wo die ersten Auspuffanlagen gebaut haben. Da war alles egal. Da bist du hier Agrapovic ohne TÜV gefahren, aber es geht nicht mehr. Es muss Hand und Fuß haben. In München ja eh nicht. Also da ist man ja leid geprüft. Habe ich also auch schon des Öfteren erlebt. München, stehst vor der Tür und warte, bis du rausfährst aus der Werkstatt. Das, ja, so in der Art. Ne? Ja, ist so. Mit den meisten Autos können sie nun den Polizisten wegfahren, aber
Man muss immer sehen, solche Sachen gehen ja nicht nur vom Dorfpolizist oder vom Streifenpolizist. Wenn es halt ein paar Mal richtig Ärger gibt, dann ist das schon in München an oberster Stelle und auch beim TÜV. Dann kriegst du auch mal einen Anruf und das heißt, müssen wir klären, setzen wir uns lieber zusammen, bevor wir irgendwo gegeneinander uns abknallen und dann kann man das erklären. Und dann hat man auch seinen Berater, wie man es lösen kann. Und dann wird das Ganze auch gelöst oder anders geprüft. Oder man muss die Polizei aufklären, wie es gemessen werden muss. Weil es vielleicht das Messverfahren in München gar nicht vorhanden ist. Aber es gibt ja Messverfahren. Mhm. Zum Beispiel Geräuschmessungen gibt es auch einen bestimmten EC-Bodenbelag. Also beruhigter Bodenbelag ist das, was wir halt hier nicht haben. Wenn natürlich dann hinterm Haus gemessen wird, wo kein Straßenbelag ist, zwei Häuser da sind, drei Bäume da sind, ist natürlich die Geräuschmessung so ungenau. Also das heißt, wenn man hier auf freier Strecke messen würde und vergleichsweise auf dem Prüfstand, wo wir messen, sind wir 3 Dezibel leiser auf dem richtigen Prüfstand. Also das heißt, wenn Sie uns ein Auto wegnehmen, haben 3 Dezibel zu viel, dann stimmt's dort. 3 Dezibel ist fast eine Verdoppelung von der Wahrnehmung her. Ne? Ja, ist so. Okay. Reifenabrollgeräusche, Windgeräusche, Ansauggeräusche. Schön, womit man sich so rumschlagen muss. Da denkt man mal, man macht lustig ein paar 8-Zylinder in die Autos. Nee, das ist meine Tagesbeschäftigung, dass ich mich mit solchen Sachen beschäftige. Also okay. So Autoabnahmen, auch die Autos, wo in den USA zugelassen sind, das heißt ja noch lange nicht, dass sie hier zugelassen werden. Wir müssen ja bei Neuwagen die Auspuffanlage verändern. Du musst neue Töpfe konstruieren, gerade bei so Autos mit 800 PS. Da kannst du nicht nur einfach einen Topf mit Stahlwolle reinstecken, weil die Kiste geht der Motor kaputt und brennt ab. Mhm. Das heißt, man muss auf dem Prüfstand der Motor richtig also abstimmen zur Auspuffanlage, dass der Durchsatz stimmt, dass die Geräusche stimmen und das ist schon eine Beschäftigung. Also es dauert teilweise ein halbes Jahr, bis ich das im Griff habe. Gott, ist das komplex alles geworden. Ne? Ja, und also, dann geht es in Produktion. Das heißt, du musst viel Geduld haben alles, dass es läuft. Und dann ja immer die Angst, in Anführungszeichen, dass die Werke was nachliefern an Motoren oder Motorkits, wo die Leistung dann auch schon vom Werk aus gekauft werden kann. Ne? Ja, wahrscheinlich. Das hält sich in Grenzen in den Bereich, über wir haben. Also dass die Hersteller sind froh, wenn sie die Originalautos zulassen können und wollen sich mit diesen Sachen nicht beschäftigen. Ami V8-Motoren werden ja oft auch hergenommen, um diese von mir so heißgeliebten Engine-Swaps zu machen. Um Motorumbauten, wo irgendwie ein Ami V8 reingebaut wird. Gab es da mal wilde Sachen, die Sie konstruiert haben? Ja, wir haben zum Beispiel mit Swiss Auto in der Schweiz, das ist jetzt ein Konstrukteur inzwischen von Indien-Motorrädern. Mit dem haben wir zum Beispiel mal so einen L-Carbon gebaut und TÜV gemacht. Also wir haben ja früher nur wilde Sachen gebaut, die ganzen Hot Rods Pickups mit Big Block Motoren gemacht. Wir haben ja zum Beispiel vor 2 Jahren sogar noch in Bel Air gebaut, mit einem 10 Liter Motor drin. So Sachen machen wir heute immer noch. Für uns selber halt. Das ist Spinnerei halt. Ein 10 Liter Motor in 60er Jahre. Ja, aber mit Rahmenkonstruktion, Scheibe, Bremse. Also das Auto hat alt ausgeschaut, war aber neues Auto drunter. Ja, das finde ich aus. Wieso so geil? Ja, das 260 gegangen, das Auto. Und das, kann man das kaufen dann oder kriegt man sowas zugelassen oder ist das? Das ist zugelassen. Wir haben dann riesen Tests gemacht, haben wir irgendwann geschafft. Bei alten Baujahren ist das nicht so schlimm wie bei neuen. Und das Auto hat dann ein Hauskunde von uns gekauft. Ja. Da hat es immer stehen sehen, irgendwann hat es gekauft. Das ist unglaublich. Was war so das Wildeste, was Sie für sich gebaut haben? Für uns? Ach ja. Nee. Also ich habe übrigens unten in der Tiefgarage geparkt mit einem winzigen Mietwagen und ich habe Angst, dass wenn sie irgendeinen Motor um mich rum anlassen, dass mein Wagen einfach durchgesaugt wird. Also das hat sich über die Zeiten natürlich verändert. Ich habe zum Beispiel einen Ford GT mit 1170 PS. Wahrscheinlich, man sieht eigentlich dem Auto nichts an, bis auf andere Felge, weil man natürlich bessere Reife drauf machen muss. Dieser GT40, der nochmal wieder aufgelegt. Der GT Serie 2, ja. Das haben wir schon ein paar Mal gebaut. So große Pickups und so mag ich in der Stadt jetzt nicht mehr fahren, so höher gelegte. H1 haben wir schon viele umgebaut. Aber die Zeit, man muss mit der Zeit gehen. Du kannst aber immer H1 in der Tiefgarage nicht mehr parken und du kannst in der Stadt nicht parken. Bist du eigentlich aufgeschmissen. Wenn ich in die Richtung fahre, aufs Land, ist super. Wenn ich hier reinfahre, brauche ich einfach ein normales Auto inzwischen, weil ich nicht mehr parken kann. Normales Auto wäre dann der Ford GT, ne? Das wäre jetzt schon wieder ein normales Auto, da können wir in die Parkgarage fahren, das stimmt. Weil dann haben wir halt viele, viele Corvette umbaut. Ich habe eine alte Corvette, Baujahr 67, mit der fahre ich Bergrennen. Die haben wir umgebaut, auch mit 10 Liter Motor. Die Saug PS 800. Drehmoment. 10 Liter Motor, das ist knapp in 1000 Newtonmeter.
Also wir haben für uns selber natürlich viele Spinnereien, aber da fliegt halt auch mal, wie auf Solotüt, wo ich gefahren bin, da liegt halt mal die Kardanwelle am Boden, weil das Differential von oben bis unten durchgespalten war. Haben wir natürlich alles cool eingebaut und ich habe gedacht, an den Hinterachs spare ich einfach, das hält schon. Aber durch das, dass dann Michelin Cup 2 Reifen fasst, hast du so einen Grip. Den Grip gehabt, ja. Hat sie beim Start, beim Durchschalten auf den ersten, zweiten Gang, hat es halt komplett alles durchgespalten. Ich habe zuerst ein blödes Kreuzgelenk drin, aber tatsächlich hat es alles durchgespalten, der ganze Korb innen, alles. Das muss man halt jetzt wieder weiterbauen. Ne, freut sich dann der 356-Fahrer, der vorbeifährt und sagt, guck an, der Geiger hat er seine Leistung nicht im Griff. Auch wenn ich halt vorbeifahre, dann wackelt seine Hütte, wenn es läuft. Ja, so ein normales Autofahrer ist ja okay, das ist alles super. Ich meine, ich habe auch normale Oldtimer. Das ist auch okay, aber was soll ich am Berg rennen mit dem Auto fahren mit 70 PS, dann bleibe ich daheim. Kann ich sie hochschieben. Kann man den Berg lieber flach machen mit 1000 PS, ne? Ja, mit so 1000 PS, da kannst du halt nach jeder Kurve markierst 300 Meter, zwei Striche auf der Straße. Nächste Kurve wieder 200-300 Meter einen Strich auf die Straße, markierst dann, halt dann alles. Stehen schon die Mitarbeiter da mit neuen Reifen? Ne? Nee, die haben sogar gehalten. Also ich fahre das Rossfeldbergrennen dieses Jahr wieder mit. Okay. Fahre hinten lang das Oberjochrennen mit, habe mich überall angemeldet, freue mich natürlich riesig, dass ich das mitfahren darf. Dann letztes Jahr haben wir ein bisschen Nesca gefahren in Hockenheim. Nesca. War auch okay, meine Tochter auch, ja. Kommt dann in der neue Staffel. Okay. Da sind wir dann Nesca gefahren, war auch total lustig. Also Probe gefahren oder ein Rennen? Nee, das war so ein, wie nennt man das, ein Testrennen, ja. Okay. Da wollte einfach mal schnuppern, ob uns das Spaß macht. Die Rennen, es gibt halt nur ein Rennen in Deutschland, das ist natürlich vom Werbeeffekt her für uns ein bisschen wenig. Mhm. Ich fahre halt lieber so die Rennen hier, wo wir dann auch was davon haben fürs Geschäft, nur Geld ausgeben, Stoff, dann müssen sie auch verdienen. Mhm. Und was ist das für ein Nesca, den Sie da haben? Ein Chevrolet Camaro war das. Ein älterer oder? Ja, das ist schon ein gängiger aus der Euro-Serie. Ach so, okay. War ein neues Auto. Okay. Das hat ein Freund von mir, hat da zwei gekauft und mit dem könnte ich jetzt auch die Serie mitfahren. Ist halt so richtig oldschool noch. Meine Jungs haben keine Lust, die waren nicht mal damit dabei zum Anschauen, weil die wollen einfach nur Hightech-Autos bauen, Einspritzer, nicht Vergaser, die wollen halt nur das modernste modifizieren und bauen. Ist das so, ja? Ja. Gibt es da kaum noch Leute, die an dem alten Zeug gerne rumschrauben? Also der Dieter macht eigentlich die alten Fahrzeuge und der Michi, das ist eigentlich unser Tuning-Chef. Der hat jetzt Bock, dass wir so einen Klassik-Rennwagen bauen. Der ist jetzt heiß drauf. Der will auch, dass wir in Le Mans dann fahren. Also man muss einmal im Leben Le Mans fahren und da braucht man einfach so ein Auto, was auch passt. Le Mans Historique oder die aktuelle? Nee. Ja, Historik. Aber schaffen Sie es dieses Jahr noch? Nee. Dieses Jahr wird es knapp werden, weil ich habe noch kein Auto. Bei den, dann wird's den Shelby habe ich zurückgegeben. Dann, ja, stimmt. Und ich muss sagen, ich mag das jetzt in Ruhe kaufen, nicht hektisch jetzt schnell einen Rennwagen kaufen. Ich schaue schon seit einem Dreivierteljahr. Mhm. Es gibt ja in England viele Ford GT40. Jetzt haben wir eine Corvette gefunden vom Holländer, der homologiert ist, aber der hat sich gar nicht mehr gemeldet, wo man genauer nachgefragt hat. Also, ja, okay. Keine Ahnung. Also ich muss es jetzt erstmal sitzen lassen. Wir haben ja noch so viele Rennen zum Fahren. Ja. Und dann muss man das in Ruhe angreifen. Wir haben ja nochmal ein neues Firmengebäude gekauft, wo wir wahrscheinlich so einen Historikladen reinmachen. Mhm. Oldtimer-Restauration, vielleicht auch mit Einlagerungen von Autos. Das wird dieses Jahr auch noch alles passieren. Ein Gebäude ist schon fertig und das zweite wird sich jetzt dann nächsten Monat entscheiden, wie wir es bauen. Macht es jetzt nur noch wirklich US-Autos oder wenn jemand kommt und sagt, Mensch, der Geiger hat doch früher einen Lamborghini gekonnt, kann man damit auch heute noch zu Ihnen kommen oder gibt es da andere Spezialbetriebe? Also man muss immer sagen, in der heutigen Zeit ist das nicht mehr so einfach. Also ist es nicht mehr so einfach. Aktuelle früher, nicht, also wenn dann alte Autos. Früher hast du halt die Trichter geholt, dann hast du deine Weber-Vergaser eingestellt. Heutzutage ohne Tester hast du komplett verloren. Mhm. Du kannst an den Autos nichts mehr machen. Du kannst das Öl ablassen, neues rein tun. An den heutigen, klar. Nee, ja. Aber okay, würden Sie jetzt, wenn Sie ein Classic-Center machen, auch alte... Also ich würde tatsächlich, hätte ich wieder Bock auf die anderen Autos. Ja. Es war eine wunderschöne Zeit, wo man die Lambos und die Ferraris restauriert und repariert haben, das hat mir richtig Spaß gemacht, muss ich jetzt echt sagen. Aber man muss immer sagen, unser Programm mit den Amis ist so viel, ist die Frage, ob man sich das antut, weil wir hatten auch viele Corvettes alte zum Restaurieren, C1, C2, C3 ist der komplette Newcomer, da gibt es mal richtig viel Geld dafür, für die Autos. Und das müssen wir halt jetzt schauen. Also das ist ein zu großes Gebiet. Du hast die ganzen Mustangs, die Shelbys, die Charger, die Challenger.
Du kannst ja alles neu aufbauen und bauen. Die Werkstatt ist sowieso schon komplett ausgebucht. Es gibt Ersatzteile ohne Ende. Ne? Das ist ja das Tolle für die Autos. Ne? Alles noch. Also die sind da komplett schmerzfrei. Also du kriegst jede Schraube für alte C1, C2, C3. Und man kriegt die Schrauben. Das ist ein Freund von mir, der ist Mopar-Fan und schraubt da immer noch rum. Der sagt, man kann die Schrauben auch so im alten Look kaufen. Also dann sehen die aus, als wären sie alt. Ja, so, sowieso. Das finde ich ja sensationell. Ne? Das ist so diese kleinen Tütchen. Man muss sagen, die Oldtimer-Geschichte in Amerika ist komplett anders wie hier. Mhm. Weil da hatte jeder so einen Eimer in der Garage, jeder schraubt in der Garage mit so einem Auto rum. Mhm. Das ist ja ein Muss. Also und wie man kann jeder auch Haustier hat, hat jeder einen Ami in der Garage stehen. Und man kann es auch noch machen. Ist einfach, ja. Es ist sehr einfach geschickt. Du kriegst in jedem Versandhandel, kriegst du deine Teile, was du brauchst. Das ist ja alles. Kriegst du deine Erstausstattung an Werkzeug mit Wagenheber. Also es ist schon so gemacht, dass jeder Schrauber kann. Und die sind ja stolz auf ihre Autos, sind halt Patrioten. Also das ist einfach cool in Amerika. Wenn man Lust hat, jetzt in dieses Ami-Oldtimer-Geschäft einzusteigen, was ja preislich auch noch geht im Vergleich, sagen wir mal, zu italienischen Klassikern oder deutschen, bei bestimmten Autos, was würden Sie einem da raten? Oder wo würden Sie sagen, ist ein Ford Mustang eine gute Idee? Also oder? Einstieg, dass man mal so die Nase reinschnuppert, ist eigentlich ein Mustang. Das ist überschaubar von der Kosten, von der Modelle. Die meisten sind original, das sind Matching Numbers. Es ist übersichtlich, ob er gut restauriert ist oder schlecht restauriert ist. Also das kann man einfach abchecken. Mhm. Und so ein Auto geht los, ein Coupé 64 bis 67, kriegst du um 25.000, 30.000 im guten Zustand. Also das ist überschaulich. Corvette ist schon wieder extremer. Und eine gute C1 bist du über 100. C2 fahrbar, nicht Matching Numbers, bis bei 60, Cabriolet, Coupé, vielleicht ein paar Euro billiger, aber eine gut restaurierte oder originale C2 Big Block 66, 67, da bist du weit über 100. Wahnsinn. Coupé oder Cabriolet ist egal, kostet richtig Geld. Und die C3 ist so dieses klassische Ludenauto eigentlich, oder optisch? Ja, ist das der aus den 70ern? Ja, das war das, aber es gibt zum Beispiel C3 vom Baujahr 68 bis 71. Oder 72 sind das die Stoßstangenmodelle. Die werden auch schon so teuer, ne? Die kosten in den USA top restauriert, Small Block weit über 100. Wirklich weit über 100. Die wollte vor 15 Jahren wollte keiner haben. Ne? Die alle nachgeschmissen. Das war vor ein paar Jahren. Ein Big Block, unbezahlbar, wenn die richtig super gemacht ist, dann kostet ein Auto weit über 100 immer. Ich war gerade auf einer Auktion, darum habe ich die Preise gerade so im Kopf. Und die 73er, okay, die kannst du noch kaufen, würde ich sagen, zwischen 15.000 und 25.000 Dollar. Die sind noch gut. Wir haben jetzt gerade die 74er aus dem Museum gekauft in Bowling Green, eBay ersteigert. Tatsächlich, bei eBay? Ja, das Auto kostet 25.000, das ist tatsächlich erste Hand, 30.000 Meilen. Die komplette Geschichte von der Neuwagenrechnung, Betriebsanleitung, alle Reparaturen, es ist komplett alles in einer Kiste dabei. Das ist eigentlich ein Auto, das kostet bis hier, fertig ist 28, 29. Dann hast du ein Auto, wo keine Leiche ist und sauber ist und kannst einsteigen und fahren. Wahrscheinlich auch okay. Ein 74 ist das Modell, wo das in dem Jahr das geteilte Heck drauf war. Das gibt es nur 74. Ist also eigentlich ein hässliches Auto, aber eigentlich schon wieder so besonders, dass man es kauft. Ist ja manchmal auch, gerade bei Klassikern, ich weiß auch bei Mercedes, da freuen sich Leute, dass sie Vielfarben in Buchhalterausstattung finden und sagen, das ist toll. Ein Strich 8er in Distelgrün oder was. Ne? Ja, das was fürchterlich ist. Die meiste war eher beige, so braun-beige. Ja. Gibt es das noch bei Ihnen? Also haben Sie auch Ami-fremde Oldtimer oder so, dass Ihr Herz für Mercedes doch noch so ein bisschen schlägt und Sie da irgendwas haben? Nee, Mercedes interessiert mich eigentlich momentan gar nicht. Auch nicht, meine Leidenschaft war immer so Flachkühler-Coupé, 3,5er, 6,3er, dann 4,50 SLE, 6,9. Das war so meine Zeit, wo ich die alle die großen bin. Motoren. Nur fette Teile. Nee, da habe ich jetzt gar keine Leidenschaft. Wo ich immer ein bisschen ein Auge drauf habe, das sind so Ferraris, finde ich cool. Mhm. Lamborghini finde ich auch gut. Also die italienische Leidenschaft ist schon da. Ich schaue mir die ganze Zeit Alfa Runtec Spider an. Ja, okay. Ich bin schon immer noch so mit einem Auge bei den Italienern dabei. Also auch die alte Abarth. Ich muss sagen, die Amis habe ich ja fast alle selber. Mhm. Wenn ich auf Oldtimer-Ausstellungen schaue, mir tatsächlich an. Gestern habe ich mir in der Schweiz ein Dino angeschaut.
ein 2,4 Liter Coupé. Das war mein Auto, wo ich mit 21 Fahrer bin. Das war natürlich schon so, wow. Das sage ich, denke ich, steht jetzt ein Audi Coupé drunter oder ein Dino? Es war ein Ami-Händler. Das sage ich, du hast aber nicht einen Dino, oder? Ja, wie erkennst du das? Sage ich, das war mit 21 mein Auto, mach die Decke runter. Da war ein Dino drunter. Wieso mit 21? Das gibt's ja nicht. Das war halt das Auto, wo ich damals halt vom Vater bin halt ein Fiat gefahren. Nee, ich habe den tatsächlich gekauft. Krass. Also ich habe schon viel geschuftet mein Leben lang für das, dass ich immer die Autos fahren konnte. Klingt so auf jeden Fall, dass ja, da echte Leidenschaft halt hintersteckt. Pickup, SUVs. Ja. Ich muss sagen, bei mir fällt ja gar nichts aus. Es gibt coole SUVs, es gibt die Pickups, Sportwagen, Limousine. Ich kann echt alles brauchen, ist definitiv so. Also ich bin jetzt nicht nur und sage, ja, ich fahre jetzt nur eine Corvette. Ja, Corvette muss man natürlich haben, ist schön, super, kann man Geld verdienen, aber ich würde jetzt auch einen Charger kaufen oder irgendwas. Also ich bin da schmerzfrei. Also ich habe mir jetzt auch bei der Auktion viele alte Dodge angeschaut, die Plymouths, ich habe die Roadrunner alle angeschaut, ich habe wirklich leitend 3000 Autos angeschaut, hätte am liebsten alle mitgenommen. Wie groß ist der Privatfuhrpark? Ich habe gar nicht so viele Autos. Wir haben halt alle hier stehen. Selber habe ich vielleicht 2-3 alte Autos. Okay. Ich habe die alle tatsächlich in der Firma drin. Und ist wahrscheinlich immer alles kaufbar auch, ne? Ich verkaufe fast alles, ja. Mhm. Und ich bin noch kein Sammler, muss ich sagen. Also es gibt Autos, die gebe ich ungern her, aber dann heißt es, bist du jetzt ein Sammler oder willst du verkaufen? Okay, verkaufe ich wieder. Ja, dann kauft man das nächste. Aber man hat ja eine Freude, wenn man zum Beispiel so einen Oldtimer kauft, im schlechten Zustand. Man lebt ja das 2-3 Jahre mit dem Auto, man besorgt Tachonadel, man will die Originalschilder drin haben, ich will die Originalventilkappen haben und bis das Auto fertig ist und dann fahre ich eine Runde, dann ist für mich die Sache auch erledigt. Dann will ich ein neues Auto zum Basteln, wo ich mich damit beschäftigen kann. Okay. Weil wenn es fährt, ist es ja einfach, wenn ich reinsitze, fahre kann nicht, aber bis es dort ist, das ist gut. Da schaust du ja weltweit, suchst du auf der Schrottplätze die Teile. Und das machen Sie, laufen Sie noch auf Schrottplätzen rum? Ja, klar. Ich rufe alle an und du alle beschäftige, dass ich das brauche. Also das ist so, oder die originale Handbücher will man dann haben und keine Ahnung, also irre. Das nimmt kein Ende, ne? Nee. Und jetzt mit Motorrädern ist es genau dasselbe. Wir fangen gerade an mit alten Indians zum Aufbauen. In der Werkstatt drin, steht ja schon die erste. Mhm. In der Schweiz haben wir jetzt auch Indien mit Beiwagen angeschaut, Baujahr 22, 23er Indien Scout haben wir gerade in Linz gekauft letzte Woche. Also wir machen Oldtimer-Motorräder jetzt auch und ich finde das auch mega cool, dass meine Jungs so auf die alten Eisen jetzt stehen. Fahren sie immer nur neue, ein bisschen umbauen und so wie die grüne. Mhm. Ja, das ist okay, das kann jeder, aber so einen Oldtimer restaurieren. Und ich habe gesagt, Jungs, wir bauen jetzt aus einer alten Scout ein Rennmotorrad, Rossfeld und hinterlang fahren wir mit dem Motorrad. Bis dorthin muss fertig sein. Und das baue ich jetzt. Ja, ich finde es einfach cool. So, ich bin schon immer ein Indien-Fan. Das ist schon das älteste Motorrad in Amerika seit 1901. Und die haben auch in dem neuen Style auch nicht die Indien-Form verloren. Das ist einfach immer noch das Indien drin wie damals. Indianer, Schriftzug. Es ist einfach ein super cooles Motorrad, stehe ich komplett drauf. Sie haben auch einiges hier stehen. Also das ist ja, und es fühlt sich wunderbar in den ganzen Corvettes ein. Also, ja, wir haben es halt hier jetzt in dem Eck angefangen, weil man muss sich ja mal zuerst mal reintasten in das ganze neue Geschäft. Wir haben es erst letztes Jahr angefangen. Mhm. Ich habe mir es eigentlich ein bisschen einfacher vorgestellt, aber man merkt dann, dass viele Indien-Motorräder einfach nicht kennen. Mhm. Die war ja mal jahrelang pleite und dann irgendwann ist es wieder losgegangen, dann war es wieder weg. Und das Konstante wie jetzt mit Polaris, da kann man jetzt Indien-Vertragshändler sein. Das wird nicht nur für ein Jahr gehen, das wird in dem Konzern eingegliedert. Und die haben richtige Freude an den Motorrädern, die investieren viel Geld in die Entwicklung. Und es hat trotzdem noch den alten Flair. Dann steht er komplett drauf. Gibt es einen US-Klassiker, wo Sie glauben, dass da jetzt großes Potenzial ist, um mal die Sammler zufriedenzustellen? Das sind ja nicht die Sammler, sondern das sind ja immer eher die Spekulanten. Aber es gibt ja manchmal so, wie beim Porsche 911 RS oder sowas, so einen Hype. Gibt es also einige Autos, die unterbewertet sind, wo Sie sagen, das würde ich jetzt blind bei eBay kaufen?
wie das, was wenn sie C3 gibt für unter 20.000, der Big Block kaufe ich blind. Ja. Da schaue ich es mir gar nicht an, weil das sind Autos, die stellst weg. Wenn es Matching Numbers sind, werden die Autos richtig viel wert. Das ist ein Auto, was hier noch nicht ganz auf der Platte ist. Aha. Jeder belächelt es noch ein bisschen, aber wenn man auf den Auktionen jetzt gesehen hat, so eine 71er LT1 Corvette, Small Block Coupé, super restauriert, muss ich sagen. Also geboten hätte ich bis 80, was für uns komplett übertrieben ist, und ich stand für 120, hat das nicht hergeben. Der meistbietende war 120. Das ist das, aber so Ford, momentan sind die Preise vom Ford GT Serie 2 etwas im Preis runtergegangen. Jetzt muss man sie kaufen. Jetzt kriegst du sie eigentlich zwischen 250, 230, 250, 260. Das ist jetzt ein Auto, was man eigentlich wieder kaufen muss, weil in Amerika sind die Autos schon wieder weit über 350, 400. Bei uns sind sie billiger wie dort. Echt? Das muss man eigentlich anfangen, die Autos wieder hier. Ich habe schon ein paar gekauft. Ich stelle sie schon wieder weg. Okay. Ich habe jetzt schon wieder vier. Wahnsinn. Einen haben sie mal ist mal zerdeppert worden in der Bushaltestelle in München, oder? Ja, wir haben nicht nur eine kaputt gemacht, wir haben drei richtig kaputt gemacht. Echt? Ja. Ich habe es nur einmal, ging es irgendwie durch die Presse. Fürchterliche Schäden, ja. Also das ist halt immer das Problem, wenn Jungs mit den Autos fahren, die halt ohne die ganzen Fahrhilfen nicht fahren können, weil das Auto ist gnadenlos, das regelt nicht. Wenn's Heck kommt, kommt's Heck und dann räumst du halt alles weg. Mhm. Ja, das sind drei Schäden gewesen, was nicht so schön in unserer ganzen Bilanz ist von der Firma, aber es geht trotzdem weiter, man kann es nicht ändern und man muss halt überlegen, wer so ein Auto überhaupt hier fahren darf. Es gibt bei uns genau noch ein oder zwei, die Probefahrten machen können, die anderen dürfen nicht mehr fahren. Ja, weil jede Corvette hat natürlich so ein ESP und ASR und alle Fahrhilfen drin, da kann nichts schief gehen. Aber mit den Autos so oldschool, da ist halt nichts drin. Wenn da mal in der Kurve, falls Gas gibt, so das ist feucht, dann ist es halt platt. Herr Hammer's. Geiger, kommen wir zur letzten Frage. Und da bin ich wirklich bei Ihnen mehr als gespannt. Die letzten 50 Liter Sprit, wenn man Ihnen Ihr Fass auf den Hof rollt und sagt, so, jetzt ist der Sprit alle. Ja, hier gibt es noch für jeden einmal 50 Liter. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Das ist eine gute Frage. Ja, also ich würde einen Ford GT nehmen und würde Nordschleife fahren. Kriegt man damit eine Runde hin? Oh, knapp. Ja, ne? Ja, locker. Locker. Ford GT ist ein Auto, das hat einen Durchschnittsverbrauch 12, 15 Liter, also kannst du ein paar Runden fahren. Auch einmal die 1100 PS, die Döttinger Höhe durchkreischen lassen. Ich würde tatsächlich die Nordschleife fahren. Ich bin ein kompletter Nordschleife-Fan, weil das einfach so die grüne Hölle hoch und runter durch die Wälder, der Straßenbelag ist verschieden. Da muss man auch richtig Auto fahren. Ja, absolut. Ja, absolut. Durchs Karussell durch. Ich finde das geil. Also das ist für mich mit Abstand die coolste Rennstrecke der Welt, ja. Das war Karl Geiger. Wenn ihr in München seid, schaut mal bei Geiger Cars rein. Das ist eine echt originelle Ausstellungsfläche. Und ein Auto namens Hellcat hätte ich schon irgendwann gerne mal in meiner Garage stehen. Aber momentan haben wir vielleicht andere Sorgen, als 800 PS Autos durch die Gegend zu fahren. Nächstes Mal ist Rennfahrer und Formel 1 Experte Christian Danner bei mir zu Gast. Bis nächsten Donnerstag oder schon bis morgen auf Instagram, Facebook und YouTube, wenn ihr den Alte Schule Kanälen folgt. Bleibt gesund und bis dahin alles Gute. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.